Am 7. März erwartet die Handwerkskammer Koblenz mehr als 1.100 Jungmeister zur Meisterfeier in die Rhein-Mosel-Halle. Die Handwerkerinnen und Handwerker erhalten dann ihren Meisterbrief, mit dem sie ganz individuelle Planungen verbinden. Wir haben vorweg drei von ihnen besucht und stellen sie an dieser Stelle vor. Einer der Jungmeister ist Christopher Vogel, der mit dem Meisterbrief direkt Karriere machte. Ja, also nach Beendigung der Meisterprüfung habe ich dann über meinen Bekannten, den Niederlassungsleiter hier, mal vorgesprochen, wie es aussieht, ob sie nicht einen Meister gebrauchen könnten. Und er sagte, er ist ja sehr begeistert von, weil der Altmeister hier ist gegangen. Und damit war automatisch der Weg frei für eine Meisterposition in Werkstattleitertätigkeit und gleichzeitig auch noch als stellvertretender Niederlassungsleiter. Für den frisch gebackenen Kfz-Technikermeister ein Traumstart in die berufliche Zukunft, über den sich der 32-Jährige freuen kann. Es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Es ist ein sehr erhabenes Gefühl, wenn man so möchte. Von den Reifen zu den Farbrollen in den Westerwald. Die Firma besteht jetzt seit 100 Jahren und mit meinem Bruder werde ich das weiterführen in der vierten Generation dann. Also mein Urgroßvater hat den Betrieb 1910 gegründet. Stolz spielt da schon eine große Rolle. Also wenn man überlegt, vor 100 Jahren, als unser Urgroßvater sich den Gedanken gefasst hat, ich mache mich selbstständig, in einer Zeit, die bestimmt nicht einfach war, dann ist man schon sehr stolz, wenn man nach 100 Jahren darauf zurückblicken kann. Und so wird der 26-jährige Malermeister Florian Fuhr aus Buchholz im Westerwald das unternehmerische Werk seiner Vorfahren weiterführen. Verantwortung, aber auch Freude verbinden sich mit dieser Perspektive. Die Grundlage für die erfolgreiche Fortführung ist der Meisterbrief, in dem Fuhr aber auch den beruflichen Höhepunkt sieht. Also meine Motivation, den Meisterbrief zu machen, war hauptsächlich für mich selber als Abschluss der Berufsausbildung, um halt sagen zu können, so, jetzt bist du erstmal fertig. Man kann sich natürlich immer noch weiterbilden, fortbilden, das bleibt nicht aus, aber der Meister ist schon noch der Titel, wo man sagt, jetzt ist der Beruf erlernt. In der Friseurfamilie Bender in Lahnstein gehört der Meisterbrief einfach dazu. Sandra Wilkes Großmutter sowie die Eltern sind Friseurmeister und doch gesteht die 29-Jährige, ja, ich hatte das eigentlich nie vor zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich immer gescheut davor. Aber letztendlich bin ich dann auch wieder da gelandet, denn das ist das, was ich am besten kann. Ich habe 98 angefangen mit meiner Lehre. 2001 habe ich die erfolgreich bestanden und habe dann 2007 überlegt, irgendwann muss ja mal was Neues kommen. Ne? Man kann ja nicht da stehen bleiben. Und deswegen habe ich eigentlich die Idee gehabt, den Meisterbrief zu machen, um halt auch diesen Brief für mich selber in der Hand halten zu können. Na, damit ich auch alles machen darf und keine Grenzen kenne und ausbilden darf. Ja, deswegen habe ich den gemacht. Grenzenloses Handwerk, auch mit dem nächsten Jungmeister. Also ich bin 1984 geboren, in Libanon, Beirut. 1990 bin ich nach Deutschland gekommen. Im Jahre 2000 habe ich meine Berufsausbildung begonnen als Gas- und Wasserinstallateur. Im Jahre 2008 habe ich dann mit dem Meisterbrief angefangen. Und dann zum Jahre 2009 wurde ich halt fertig und habe mich dann auch längere Zeit überlegt, was ich da machen sollte, bis ich dann halt einen Betrieb gefunden hatte, der halt kurz vor dem Stillstand stand, weil keiner den Betrieb weiter fortführen konnte. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, diesen Betrieb zu übernehmen, damit auch die Angestellten weiterhin beschäftigt werden und ich auch eine gute und sichere Arbeitsstelle habe. Das sieht zwar leicht aus oder hört sich immer toll an, man ist der Chef von einer Firma, aber da steckt sehr viel Verantwortung dahinter. Und auch sehr viel Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie von Montag bis Freitag arbeite, sondern ich arbeite von Montag bis Sonntag durch. Und als Selbstständiger hat man da dann halt nicht so die Freizeit, wie ein Angestellter sie hat. Hamoudi hat einen Betrieb übernommen, der 1938 gegründet wurde. Wie gesagt, da haben die Vorgänger von mir, die Firma geleitet haben, das war ihr Lebenswerk. Und ich versuche auch, dass es mein Lebenswerk wird, aber es steckt halt viel Arbeit dahinter. Ohne Fleiß kein Preis. Doch Hamoudis Vorgänger ist zufrieden mit der Nachfolgeregelung. Ich bin zufrieden mit ihm. Ne? Ich hoffe auch, dass er es weiterführt in meinem Sinne. Ne? Und die Kundschaft, die ich habe, die weiß das. Ne? Ich bin immer pünktlich bei der Arbeit und alles. Ne? Und ich bin an und für sich zufrieden mit ihm. Ja, ne? Allen 1146 frisch gebackenen Handwerksmeistern wünschen wir an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft. Und mehr Bilder von der Meisterfeier sehen Sie an dieser Stelle nächste Woche bei HWK-TV. Informationen zu allen Sendungen und ein umfangreiches Archiv finden Sie übrigens unter hwk-tv.de.